So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster-Opening und ich habe einen Collector-Booster, March of the Machine. March of the Machine, das Set, was ich sehr cool finde und gleichzeitig auch sehr, sehr doof finde, weil auf der einen Seite super cool mit den serialized Karten und den verschiedenen Artworks und. Auf der anderen Seite, Leute, was ist denn mit den Preisen los? Das Set leidet genauso wie jedes andere Set unter demselben Problem, dass wenn diese Sets so einen Zusatzslot haben, die Karten da drin echt nicht so viel wert sind und nur diese Zusatzslots was wert sind. Und in diesem Fall sind es nicht nur die Zusatzslots, sondern es sind auch nur die Zusatzslots mit einer Nummer. Und das ist ein bisschen kacke. Ein Treasure und ein Topter. Und dann gucken wir uns mal an. Wir haben Rambreaker Grasp. Okay. Enchanten wir ein Artefakt und eine Kreatur, die kann nicht angreifen, nur blocken oder aktivierte Fähigkeit benutzen, das sind Mana-Abilities. Okay. Traumatic Revelation. Zwei Mana-Sorcery, der Gegner zeigt seine Hand vor, wir suchen eine Kreatur, der Battle von des, und der Gegner wirft die ab. Und, if you don't. Wenn wir keinen aussuchen, inkubieren wir drei. Auch nicht schlecht. We'll take Spite. Zwei Mana, drei Schaden an einer Kreatur, Planeswalker oder Battle. Und dann kann man eine Karte von der Hand unter das Deck tun. Und wenn man das tut, zieht man eine Karte. Creature, Planeswalker oder Battle. Nicht Spieler. Man kann es nicht dem Spieler ins Gesicht werfen. Thunderhead Squadron. 6 Mana, 3, 4, fliegend mit Convoke. Das heißt, man kann Kreaturen tappen, um Mana zu bezahlen. 3 Mana, 2, 2 ist der Preening Champion. Fliegend und wenn er ins Spielfeld kommt, kreieren wir einen 1-1 blau-roten Token. Ravenous Sailback, ein Dinosaur, 5 Mana, 3, 4. Wenn er ins Spiel kommt, suchen wir uns eins aus. Entweder kriegt er Eilwissmann des Zuges oder wir zerstören Artefakt oder Verzauberung. Seraph of New Capenna, 3 Mana, 2, 2 fliegend mit 5 Mana Transform. Und wenn wir den transformieren, dann ist der ein 3-3 fliegend. Wenn er angreift, muss er eine Kreatur oder einen Artefakt opfern. Können wir eine Kreatur oder Artefakt opfern? Wenn wir das tun, kriegt die plus 2, plus 1. Sehr hübscher Engel, tatsächlich. Dann eine Plains. Auch nicht schlecht. Und dann haben wir Invasion of Alara. Ein Wuburg. Wenn ihr ins Spiel kommt, exilieren wir die obersten 4 Karten unseres Decks. So viele Karten von unserem Deck, bis wir 2 Non-Land Permanents Mana-Kosten von 4 oder weniger haben. Wir können diese Karten spielen und die Mana-Kosten bezahlen. Und die andere Karte, die wir nicht spielen, nehmen wir auf die Hand. Also eine, die wir spielen, die andere, die wir nicht spielen, gehen wir auf die Hand. Und die anderen Karten werden unter das Deck gelegt. Und wenn das Ding flippt, dann ist das eine Sorcery, was alle Farben hat und ein Spieler zieht 2 Karten und dann kann man eine Artefaktkarte davon ins Spielfeld bringen. Man kopiert das Ding, macht 3 plus 1 zu 1 Marken auf bis zu 3 Kreaturen und zerstört ein permanentes System. Wow, what? Waken the Maelstrom. That's Sorcery. Ich wusste gar nicht, dass da ein Sorcery drauf ist. Dann haben wir Errant und Gida. 3 Mana, 2-3 Flash fliegend. Man kann die oberste Karte des Decks angucken und man kann eine Kreatur mit Flash oder fliegend vom Deck spielen. Als Human Angel in Blau-Weiß-Engel sehr, sehr cool, wenn ihr mich fragt. Oh, da. Teferi's Talent. 5 Mana, wir verzaubern einen Planeswalker. Der Planeswalker hat für minus 12 kriegen wir ein Emblem. Wenn wir die Loyalty-Marke von Fähigkeit von einem Planeswalker aktivieren, können wir das machen wie in Instant or Sorcery. Und immer wenn wir eine Karte ziehen, legen wir einen Loyalty-Counter auf den Planeswalker. Das ist nicht schlecht. Mit Brainstorm oder so kommt man da ruhig zügig drauf. Not bad. Dann haben wir einen Jagel Gutlock auf Urborg. Der 9-3er für 5 Mana. Okay. Dann haben wir Tetsume Muzawa, Fugdive. 2 Mana, 1-3, Kreatur mit Stärke 1 oder Verteidigung oder Power. 1 oder weniger, kann nicht geblockt werden. Sehr, sehr cool. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viele von diesen Foilings zieht. Ich weiß nicht, wie selten die wirklich sind. Mir wurde gesagt, die sind ein bisschen seltener. Ich habe in einem Booster-Opening, wo Wizards uns ein paar Booster zugeschickt hat, 2 Stück aufgemacht, habe hier jetzt eins aufgemacht. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Dann haben wir ein Gistening Dawn. 4 Mana inkubiert X twice, also 2-mal, wobei X die Anzahl Länder ist. 4 Mana inkubiert 2-mal 5 oder so. Das ist ganz cool. Und wir haben ein Obosch. Oh, ich habe gerade ganz kurz gedacht, der hat eine Nummer. 5 Mana, 3, 5 Companion. Das heißt, wenn man das Starting Deck so hat, dass man nur ungerade Mana-Kosten hat, kann man ihn als Companion wählen. Dann kann man den für 3 Mana aus der Companion Zone am Anfang des Spiels, muss man vorzeigen, auf die Hand nehmen. Und ja, ihr kennt den. Ihr kennt den hoffentlich. Und Schaden wird verdoppelt.
Ja, soviel zum zum Collector Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.